So, jetzt machen wir unser nächstes Projekt. Und das wird auch hier im Berg sein. Ich hatte ja gesagt, dass wir irgendwann mal ein Gefängnis bauen wollen. Das ist ja, glaube ich, auch auf der Liste, ne? Mal gucken hier auf meiner To-Do-Liste, die ich hier an der Wand hängen habe. Da könnt ihr auch in der Kopie gucken. Eingang Gefängnis, genau, dann können wir nämlich diese Karre, dieses Ding dann abbauen hier. So, Pferdestand haben wir fertig, Astronomieturm. Astronomieturm, ich sag mal, das ist der Turm da. Na. SL-Polizei, Schwimmbad, das haben wir alles noch nicht. Mauerfischerhaus, Gewächshaus, Kino, Theater. Kino haben wir, Theater noch nicht. Ja, wir kommen so langsam. Ich sag dir, wenn wir diese ganzen Dinge abgearbeitet haben, dann sind wir fertig mit dem Let's Play. Vorausgesetzt, uns fällt nicht noch irgendwas ein. Wie zum Beispiel die Türme, die ja da nicht draufstehen. Die uns ja so eingefallen sind. So, jetzt werde ich erstmal aber, dass ich die eine nicht mehr reparieren kann, die eine Spitzhacke. Das ist natürlich wirklich ärgerlich. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? So, Cobble. Cobblestan. Das ist übrigens nicht Englisch, sondern das ist oberspielterisch. Oder sagen wir mal so, das ist halt so eine Mischung aus Englisch und wie heißt das? Ostfälisch. Genau. Englisch und Ostfälisch. Ostfälisch ist ja Kommestan Produkte waren das. Da haben wir noch genug von. Wow, wow, wow. Also so Stufen brauchen wir gar nicht mehr machen. Wenn ich dran denke, wir haben sie da liegen. So, jetzt tun wir noch den Sandstein weg und das Glas. Glatter Sandstein. Dann machen wir den mal hier hin. Dann, was noch weg? Kohle. Ne, wir nehmen mal die Nahrung damit hin. Die Erde, okay, die tue ich mal da zur Seite. Das Glas. Tun wir weg. Ja, ich habe noch ein Thema. Und zwar ist das Thema von Slogs. Slogs. Hat er mich gefragt, ich soll doch mal was über Adolf erzählen. Das Thema Adolf. Ja, Adolf ist ein deutscher Vorname. Ja. Guck mal denn hier die Dinger nachher, Mobblut. Naja, also Knochenmehl kann man mal für Färben und sowas gebrauchen, ist okay. Mobblut. So, was wollte man? Gar nichts im Moment. Wir brauchen dann nachher Kobbelstan, wir brauchen wahrscheinlich auch diese Dinger. Und wir brauchen dann nachher auch hier wieder Steinziegel und so ein Kram. Aber erstmal höhlen wir das aus, was wir machen wollten. 1 Stunde 20. Jetzt werden wir noch ein bisschen aushöhlen. Ja, ich will mal hier so ein bisschen weiter bauen. Diesen Weg ja. Nee, hier nicht. Das ist verkehrt. Gut, fällt nicht auf. Da wollen wir weiterbauen. Und da reißen wir mal alles ab. Achso, ich wollte die Geheimtreppe nochmal beleuchtungstechnisch. Machen wir gleich noch.
Ja, das Thema Adolf. Wie gesagt, Adolf ist ein Vorname, ein deutscher, ein ganz normaler deutscher Vorname eigentlich. Hätte es da nicht einen Adolf gegeben, der diesen Namen ein bisschen missbraucht hat. Und wenn man dann so eine Seite sieht über deutsche Vornamen und es gibt dann Leute, die dann Adolf heißen mit Vornamen, die sagen, das ist ein bisschen ärgerlich, dass es dann solche Namensträger gegeben hat. So, hier sind wir an welcher, wo sind wir hier angekommen? Wer weiß das? Ich weiß es. Das ist dieser Eckturm. So, jetzt müssen wir hier raus. Ne, ich werde das erstmal freilegen. Dann bauen wir uns von der anderen Seite da noch rein. Was ist das hier überhaupt? Hatten wir da mal Kohle ausgebaggert oder was? Keine Ahnung. So, dieser Gang ist also dann ein schöner Gang, der da hinten hinführt. Dann haben wir einen schönen Zugang hier auch zur Treppe nachher. Werdet ihr dann sehen. Ach, dann höhle ich das aus. Da kommt ja noch der Fußboden rein hier. Diese Halbsteine. Ist das finster da mal. Ja, Adolf. Wie gesagt, ein Vorname wie meiner, Norbert, ja. Nur es hat halt keinen. Hitler hieß halt nicht Norbert, sondern Adolf. Und deswegen hat er den Vornamen so ein bisschen in den Dreck gezogen. Wer nennt denn jetzt sein Kind noch Adolf? Es gibt da interessante Seiten über Vornamensstatistiken und so weiter. Ich mache ja auch so ein bisschen Ahnenforschung. Nebenbei, so, jetzt sind wir hier durch. Das ist erstmal, was war das, blau oder eben? Keine Ahnung. So, jetzt machen wir das von der anderen Seite noch. Habe ich ein Bett mit? Ja, da ist es, genau. So, dann gehen wir mal hier oben rum. Ja, das wird dann das Gefängnis, liebe Leute. Und da werde ich eine ganze Etage da aushöhlen müssen. So, jetzt gucke ich erstmal, wo hier der Gang ist. Das ist also hier hinter. So, wenn ich das so richtig sehe, da oben ist der, ne? Wollen wir nochmal gucken. Ich habe das zwar schon in der Kopie gemacht. Da oben ist dann der Gang. Das passt dann mit dem Eingangstor hier. Hier kommt dann also das Eingangstor zum Gefängnis hin. So, und da sind wir jetzt auch hier angekommen. Und jetzt können wir hier schön freischaufeln. So, und wo sind wir jetzt hier? Das ist jetzt unsere Geheimtreppe. Und das meinte ich, dass wir da so ein bisschen Schwierigkeiten bekommen jetzt wahrscheinlich. Wir müssen hier alles freischaufeln. So, wie machen wir das jetzt hier? Oder machen wir die Treppe, legen wir hier dann noch ein bisschen höher und machen dann den Übergang hier so hin. Das meinte ich nämlich auch damit, dass wir vielleicht die Treppe wieder ein bisschen abändern müssen. So, jetzt gehe ich erstmal hier ist das Ding. Dann müssen wir beim nächsten Ausgang mal gucken, wo wir da ankommen.
Mal so ein bisschen Licht machen wieder. So, das ist eigentlich sehr schön. Dann machen wir hier eine Treppe. Ist schon wieder dunkel. Ah, Mann. Legen wir uns heute mal hier draußen hin, auf den Schnee. So, und dann höhlen wir nämlich hier, dann gehen wir hier runter und dann können wir unter der Treppe durch, denke ich mal. Na?